So, das ist ein Update jetzt zum Pyrolyseofen. Fertig installiert und bollert schön vor sich hin. Jetzt hier in dem kleinen Gartenhaus, inklusive mit dem Zwischenspeicher. Der Ofen kriegt jetzt schon seine Wärme. Oben ist es dicht, wir haben also keine Gasentwicklung innen drin. Und schöne Zuluft von außen mit einem 125er Flexrohr und einer Rohrschelle drum gebunden. Ich habe hier nochmal Silikatgrund auf die Farbe drauf gemacht, um einfach eine Brennfestigkeit sozusagen zu haben und damit der Ofen auch nochmal besser strahlt, ne? Mit Silikat, quasi mit Quarz, so dass die Farbe da einfach nochmal besser drin ist. Oh, der brennt jetzt aber richtig gut. Und so langsam wird es warm. Sehr schön. Okay, also das Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen. Der Ofen raucht auch. Wenn man jetzt so hier rausguckt, da oben ist das Ofenrohr. Die Scheibe ein bisschen nochmal ummachen. Da oben ist das Ofenrohr. Und man kann sehen, da kommt jetzt nicht viel Rauch irgendwie raus. Genau, sondern nur warme Luft, so wie wir es ja euch schon bei den Videos bei der Werkstatt gezeigt haben. Genau. Ja. Ja, und wir werden dann nochmal eine Pizza machen mit dem Pizzastein. Bei Gelegenheit, da lassen wir euch noch dran teilhaben. Also, macht's gut und viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss.